Schon ist er da, Martin, der vierte Advent. Und endlich leuchten alle Kerzen an unserem Adventskranz. Schön. Ja, also in Wirklichkeit haben die ja die ganze Zeit schon alle vier geleuchtet. Wobei, das fand ich nicht schlimm. Das passt zu dem Bibelwort für den heutigen vierten Advent. Da heißt es, es freue sich das Herz aller, die den Herrn suchen. Und ich habe mich hier immer sehr gefreut, wenn ich nach Issigheim reingefahren bin und der Adventskranz geleuchtet hat. Obwohl ich trotzdem ein bisschen betrübt bin. Auch schon wieder dieses Jahr. In der Adventszeit, weil wir leider die Weihnachtskerb nicht machen können. Es passt einfach nicht, die Zeit aktuell passt nicht, um so ein Fest für alle zu veranstalten. Ja, da haben wir ja viel drüber nachgedacht. Die Teamer haben abgestimmt und die haben gesagt, sie wollen niemanden ausschließen mit 2G, 1G, Super-G 3G. Plus sonst was. Und auch der Kirchenvorstand hat gesagt, eine Veranstaltung, wo sich nachher so viel drängeln, ist vielleicht nicht das richtige Zeichen im Moment, ne? Das stimmt. Trotzdem soll ja Weihnachten stattfinden. Das ist uns ganz wichtig. Auch draußen und an Heiligabend haben wir sogar diesmal 6 Gottesdienste draußen geplant. Und am Lagerfeuer. Dafür brauchen wir dann wieder die Teamer, da brauchen wir eure Feuertonnen. Da freue ich mich schon drauf. Trotz der Kälte draußen wird es warm sein. Ja. Nicht nur im Herzen, sondern auch vorne. Ja, wie die Hirten auf dem Feld. Ja, dazu laden wir ganz herzlich ein. Dazu gibt es natürlich nochmal ein extra Video mit allen Terminen bei uns im Adventskalender. Ist ja logisch. Es muss ja auch was werden, damit die Leute kommen können. Ich freue mich schon. 6 Gottesdienste an Heiligabend. Ja. Es ist einfach die Zeit, nach Hause zu kommen. Guck, David kommt wieder nach Hause. Ich muss weiter. Wir sehen uns an Heiligabend an den Gottesdiensten. Ne? David, sehr bis schön. Bis dann. Ja. Guck. Prima. Vielleicht ist als Zeichen zu ist es jetzt vielleicht zu groß, aber man sieht, es ist Adventszeit, die Leute kommen nach Hause. Siehst du an David, er kommt nach Hause, nach Issigheim. Und irgendwie ist Weihnachten ja genau das auch. Nach Hause kommen. Zur Familie kommen. Hat schon einer meiner Vorgänger, der Pfarrer Friedrich von Bodelschwing, gesagt, Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unserem Erdenweg ein Schein aus der himmlischen Heimat fällt. Vielleicht kehren wir deswegen an Weihnachten so gerne in die Heimat zurück. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen vierten Advent und wir freuen uns auf Heiligabend. Bis dann!